Wenn ich unterwegs bin, nehme ich ja immer meinen EDC-Pack mit und zusätzlich habe ich noch mein kleines, so ein kleines Behältnis für das Feuer machen, das ist bei mir nicht im EDC-Pack drinne. Und die beiden Sachen wollte ich euch ja schon lange mal vorstellen und heute ist es soweit. Wozu braucht man ein EDC-Pack, also Everyday Carrier Pack, also so ein kleines Pack, wo Sachen drin sind, die ich im Normalfall immer jeden Tag benutze, so ein bisschen eventuell, ein bisschen Notfallset ist es ja auch noch. Und warum schleppe ich sowas immer mit? Ganz einfach, ich habe das schon sehr, sehr oft gebraucht. Nicht alles, gebe ich zu, aber einiges davon hat mir schon oft sehr, sehr gute Dienste geleistet. Und deswegen nehme ich es immer mit. Und natürlich auch meinen kleinen Feuersack. Und das zeige ich euch heute mal. Das habe ich hier vorne im Rucksack drin. Der Rucksack ist jetzt leer. Ich habe hier ja alles aufgebaut. Und meine Fotoausrüstung mit und, ach, weiß der Fuchs was alles. Und hier vorne in dem oberen Fach ist das EDC-Pack drin. Und das habe ich immer in so einem kleinen, das ist ein Maxpedition, glaube ich. Aber da kann man nehmen, was man will. Die sind ja alle gleich, halbwegs gleich gut. Da habe ich das drin und zusätzlich habe ich so ein kleines, so einen kleinen Beutel. Und in diesem Beutel habe ich den Rest drin, weil ich das immer getrennt verpacke. Das ist von so einer Fahrradhalterung, der Beutel. Aber der ist super geeignet und die beiden Sachen stelle ich euch jetzt mal vor. Ich fange mal an mit dem kleinen Beutel fürs Feuer machen, weil der ist extrem gut und ich kriege da auch ein Feuerchen innerhalb von ein paar Minuten an, auch ein größeres Feuer, wenn ich mir das Holz vorher bereitlege, das ist ganz klar. Ich muss ein bisschen trockenes Holz haben, auf jeden Fall, was ich sammle, was ich vielleicht unter Tannen herhole oder so abgestorbene Äste oder mir aufsammle, was nicht gerade durchfeuchtet ist, weil das kann man vergessen, das macht nur Rauch, aber kein Feuer, weil das Feuer sonst das Stück Holz trocknen muss und dabei raucht es, Wasserdampf entsteht und solche Dinge und das brennt dann nicht vernünftig. Also man muss schon trockenes Holz nehmen, sonst kann man das immer vergessen. Was ist hier drin in meinem Feuerpack? Das Wichtigste oder Zweitwichtigste, mein Kienspan. Den Kienspan habe ich, den habe ich mir selber gesucht im Wald, wie das geht. Ich weiß nicht, ich habe da, glaube ich, schon ein Video drüber gemacht oder zumindest einen Blogbeitrag auf fesab.de. Wenn nicht, mache ich darüber nochmal ein Video, wie man so etwas findet. Man macht das einmal und dann reicht das für 10 oder 20 Jahre. Ja, also das ist da drin. Dann habe ich natürlich meinen Feuerstahl da drin und da kann man nicht, man kann jeden nehmen. Ach nee, ist noch ein zweiter alter Kienspan. So sieht der aus, wenn der fast alle ist und dann packe ich immer den nächsten Ersatzkienspan rein. Der hat 2 Jahre gehalten, ne? Der war genauso groß. Dann habe ich natürlich den Feuerstahl da drin und ich benutze immer ein und dasselbe, weil das Zeug ist wirklich gut. So ein Feuerstahl hält irgendwie, also ihr müsst den dicken nehmen, der hält dann irgendwie 8000 Mal, könnt ihr das anmachen. Das reicht wahrscheinlich das restliche Leben. Ja, das ist der Feuersack und das ist hier mein EDC-Package. Hier vorne in dem Netz ist nichts drin, sehe ich gerade. Wenn ich den aufmache, kommt mir gerade was entgegen. Das soll natürlich nicht so sein, aber wenn ich den aufmache, dann seht ihr das. Das ist eine Batterie, die ist hier rausgefallen. So, das sind bei mir immer CR123 Batterien, die haben eine große Leistungsdichte. Ja, als erstes kommt mir immer die Lampe entgegen, die brauche ich auch ganz oft. Und diese Lampe, das ist eine Steamlight. Es ist eigentlich so eine militärische Lampe oder aus dem Bereich. Und ich glaube, es ist die Version 2. Und das Coole an dieser Lampe ist, es gibt verschiedene Einstellungen. Die Lampe kommt ja aus dem militärischen Bereich. Es gibt hier eine IR-Stellung, also für Infrarot. Es gibt eine Stellung für Blau. Es gibt eine Stellung für die normale Lampe und es gibt eine Stellung für Rot. Was aber das sehr, sehr Coole daran ist, das Batteriefach, also das ganze Ding ist natürlich wasserdicht. Und das Batteriefach, das kann man füttern mit, Achtung,
Ich habe ja hier jetzt CR123 Zellen drin, weil die eben einfach die größte Leistungsdichte haben. Man kann aber auch reinstecken ganz normale Mignon-Akkus oder Zellen und sogar Mikro oder Mini, wie heißen denn Mikro, also AAA-Zellen. Und die passen da auch rein. Und also alles, was einem in die Hände fällt, kann man da reinstopfen. Und das ist natürlich besonders cool. Ja, das Multitool ist von Victorinox. Das ist einfach auch sehr, sehr, sehr gut. Das habe ich schon so oft benutzt. Man hat eine Zange ganz normal. Diese ganzen Dinge lassen sich feststellen, außer die Zange natürlich. Und man muss natürlich gucken, wo man unterwegs ist, ob man das haben darf, machen darf. Das ist ja heutzutage alles immer eine Katastrophe. Das Ding ist einfach Gold wert und hält immer. Und was in diesem Pack drin ist, und das ist das gigantisch Gute, und das ist so eine kleine Ratsche. Vielleicht hört man das. Ja, da kann ich die Bits jetzt reinstecken in die Verlängerung oder auch direkt hier rein. Und das ist einfach Gold wert. Und ich habe auch einen Schraubendreher gleich länger. Da kann ich unten die Bits jetzt reinstecken. Und das funktioniert auch alles. Was habe ich hier noch drin? Natürlich einen super Kompass. Und zwar einen Schweizer Kompass. Ich glaube, den gibt es in der Form von Rekta nicht mehr. Ich glaube, die haben dicht gemacht und aufgekauft worden. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist dieser Kompass logischerweise ausgerüstet mit einem Spiegel unten. Und er hat auch noch, und das ist der Hammer, ein Prisma drin. Das heißt, ich kann von der Seite durchgucken und auf ein halbes Grad genau Dinge anvisieren. Und das ist natürlich richtig, richtig cool. Und dieser Kompass ist einfach auch spitzenmäßig. Was ist hier noch drin? Hier sind Batterien drin. Hier ist eine Brille drin. Man verliert ja immer Brillen. Ne? Das ist auch richtig festgemacht hier drin. Das kriegt man gar nicht ab. Man verliert ja immer Brillen. Und ich kann jetzt diese Brille hier rausschieben, das ist der Hammer. Und jetzt habe ich zur Not, ne, zur Not eine kleine Lesebrille und kann mir die hier da drauf machen. Und ich kann dann wirklich ordentlich lesen. Das ist auch einfach ein Notfall-Ding. Ich habe immer noch einen Stift hier drin, den ich für irgendwas brauche, falls irgendwas ist. Ich habe eine Pfeife hier drin. Braucht man vielleicht auch, also man weiß es nicht, ne? Und ich habe hier noch ein kleines Fach und in diesem Fach sind verschiedene Sachen drin, ne? Wenn ich das hier aufmache, sind hier Hustenbonbons, Tabletten drin, also Schmerztabletten so standardmäßig, und in dieser kleinen Tüte sind Kabelbinder sind das Nonplusultra. Ich habe sonst auch immer Panzertape gehabt, aber ich bin da mittlerweile von weg, aber Kabelbinder sind einfach super spitze. Was habe ich hier noch drin? Jetzt werdet ihr gucken, ne? Was hat der denn da drin? Tja, das ist ein Türöffner für zugefallene Türen. Ne? Damit kann ich also ganz normal, wenn Türen zufallen, das passiert immer wieder mal, Nachbarn, sonst wen, kann ich die, je nachdem wie die Tür gebaut ist, das ist einfach ein Stahldraht, ein Edelstahldraht, Schweißdraht, kann ich die Tür wieder aufmachen mit ein bisschen Fummelei. Und das funktioniert auch. Ne? Das musste ich selber bei mir schon machen und. Das ist hier drinne. Und dann ist hier immer noch ein kleines Notportemonnaie drinne. Und da ist Geld drinne. Tatsächlich, Mann, ist da viel Geld drinne. Also irgendwie ein paar Zehner, ein Zwanziger und sogar ein Hunderter. Ich staune, ja. Habe ich gar nicht gewusst. Braucht man vielleicht mal, ne? Um irgendwie eine Fahrkarte zu kaufen, um zurückzukommen. Ja, das ist in meinem EDC-Pack. Mehr ist da gar nicht drin. Ich habe irgendwo noch Nähzeug, finde ich gerade nicht. Müsste eigentlich hier hinten drin sein. Ich gucke noch mal. Ist aber nicht zu sehen. Habe ich wohl gebraucht und nicht wieder reingesteckt. Naja, also Nähzeug ist da normalerweise auch mit drin. Ja, mehr ist da nicht drin. Und ich bin damit super zufrieden, weil die Dinge, die da drin sind, brauche ich halt sehr oft. Ne? Also mit diesem Teil habe ich schon oft mir schon Dinge gerettet. Und das Einzige, was ich nicht so oft brauche, ist der Kompass. Ne? Aber wenn man sich mal verläuft, dann hat man wenigstens einen. Aber den Rest davon brauche ich schon ziemlich oft. So, das war's. Das sind die beiden Sachen, die ich dann unterschiedlich in meiner Ausrüstung verstaue ganz oft. Oder wie hier in diesem Rucksack nun, dass oben das Fach genau dafür gemacht quasi, hätte ich beinahe gesagt. Da stopfe ich das einfach rein.
Und da passt auch noch mein EDC-Pack rein und dann ist alles vollständig. Jetzt werdet ihr sagen, der Typ hat gar kein Messer dabei. Doch, beim Multitool war natürlich ein Messer dabei, aber natürlich gehört zu meinem EDC-Pack auch immer noch ein Messer. Und mein normales Messer steckt halt hier oben. Und das ist, ja, das ist mein Messer. Das ist ein Benchmade und das ist einfach ein cooles, cooles, kleines Messer. Habe ich auch schon sehr lange. Und das ist halt nicht sehr groß, seht ihr, ne? Aber es ist sehr, sehr gut. Und dazu gehört immer noch meine normale Lampe, die ich benutze. Und die normale Lampe ist die Surfire Backup. Also das ist hier so mein kleines Set, was ich sowieso immer dabei habe. Ne? Selbst wenn ich das EDC-Pack nicht mitnehme. Das sieht schon alles sehr, sehr gebraucht aus, ist aber auch schon alles ziemlich alt und super. Ja, ich würde sagen, das war's. Das war die Vorstellung von meinem EDC-Pack und von dem kleinen Feuersack. Das wurde gewünscht und hiermit habe ich es erfüllt. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch freuen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal.